Geschichten eines Flugzeugbauers. Scale. Funkferngesteuerte Flugmodelle nach Vorbildern. Nummer 11, 293, vom April 1993. 1917 neu erleben, Teil 1, am Beispiel der Fokker DR1. Die jüngsten Flugzeugbauer der Welt, oder so ähnlich, fing das Fax an, welches der Redaktion von Scale auf den Tisch flatterte, und da wurden wir neugierig. Achim Sven Engels, Freundin Renate Wager und Freund Wolfgang Schuster hatten sich in den Kopf gesetzt, den Dreidecker Fokker DR1 wirklich originalgetreu zu rekonstruieren und nachzubauen. Achim Sven Engels begann mit diesem Abenteuer mit 17 Jahren, ganz ernsthaft, und hier lesen Sie die ganze Geschichte. Im Frühjahr 1917 brachte die britische Firma Sopwith & Thames ein neues Kampfflugzeug heraus, das in den erfahrenen Händen des Royal Naval Flying Corps, die königlichen Marineflieger der Briten, eine derart erfolgreiche Waffe war, dass es eine Bedrohung für fast alle deutschen Kampfflugzeugmuster darstellte. Es handelte sich hierbei um das Projekt LC-1 TTR, das unter dem Pseudonym Sopwith Triplane berühmt wurde. Auf deutscher Seite glaubte die Inspektion der Fliegertruppe, IDFLIG, die Briten hätten mit den drei Tragflügelpaaren eine Zauberformel für den Bau von einsitzigen Jagdflugzeugen gefunden und untersuchten das erste zur Landung gezwungene Sopwith Triplane auf das peinlichste genau. Kurz darauf erließ die IDFLIG ein Rundschreiben an alle deutschen Jagdflugzeughersteller mit der Aufforderung, einen Dreidecker zu entwerfen und zu bauen, der dem britischen Muster in Steigleistung, Geschwindigkeit und Manövrierbarkeit überlegen oder mindestens ebenbürtig sein sollte. So begannen Firmen wie zum Beispiel AEG, Albatros, DFW, Pfalz, Siemens Schuckert, um nur einige davon zu nennen, die Entwicklung von Dreideckern auf eigene Kosten. Nur der Firma des Holländers Anthony Fokker gelang es, mit dem Entwurf ein ebenwürdiges, formschönes Flugzeug hervorzubringen, den Fokker V5, dessen offizielle Militärbezeichnung zunächst Fokker F1 lautete und später in Fokker DR1 umgeändert wurde. Um eben diesen Fokker V5 soll es im Nachstehenden gehen. Es war wohl im Frühjahr 1988, als ich das erste Mal etwas Näheres von diesem Dreidecker erfuhr. Ich las damals ein Magazin namens Aero, das illustrierte Sammelwerk der Luftfahrt. Dort war auch eine Aufrisszeichnung der Maschine abgedruckt. Ich glaube, das war der Auslöser für mein späteres Vorhaben. Stundenlang betrachtete ich die Zeichnungen und las den Text, der die Geschichte und den Kampfansatz beschrieb. Dann, mit einem Male, war der Entschluss gefasst. Ich nahm mir vor, ein ferngesteuertes Modell dieser fliegenden Kiste zu entwerfen. Das Modell sollte bis ins Detail seinem Vorbild entsprechen und nicht einfach nur so aussehen. Ich verwendete damals die Informationen, die mir aus der Zeitschrift zur Verfügung standen, aber ich merkte bald, dass ich damit keinen Hund hinter dem Ofen hervorlocken konnte. Auch die Informationen, die ich von Aero Max erhielt, waren zwar sehr gut und hilfreich, aber wie sich später herausstellte, waren sie für meine Ansprüche nicht detailliert genug. Meine ersten Zeichnungen waren dann natürlich von vorne bis hinten fehlerhaft und stellten alles Mögliche dar. Man hätte auch einen Fokker Dreidecker darin erkennen können, doch all das war eben doch nicht das Gelbe vom Ei. Deshalb begann ich intensiv damit, Recherchen über dieses Flugzeug anzustellen. Im Laufe der Jahre kamen etliche Dokumente zusammen und ihr Spektrum reicht von Quatsch bis hin zur Originalwerkszeichnung. Die glaubwürdigen Informationen vom Rest zu trennen, war eine sehr mühsame Arbeit. Zum einen, weil mir anfangs ja überhaupt nichts über dieses Flugzeug im Detail bekannt war, und zum anderen, weil die Unterlagen nie am Stück hereinkamen, sondern immer nur einzeln für sich. Dabei kam es auch schon mal vor, dass Monate dazwischen lagen. Hatte ich nun endlich die Informationen, die ich benötigte, um Zeichnungen für ein Teil anzufertigen, so kamen irgendwann wieder andere Quellen, die glaubwürdiger waren, und alles musste wieder umgeschmissen werden. Dies kann zuweilen sehr frustrierend sein, aber wenn man versucht, etwas richtig zu machen, dann erlaubt eben auch das kleinste Teil keinen Kompromiss in Form und Größe. Nachdem meine ersten Zeichnungen soweit standen, begann ich damit, mich an die Arbeit am Modell zu machen. Es sollte mein erstes ferngesteuertes Flugmodell werden.
Ich hatte keine Ahnung von der Konstruktion ferngesteuerter Flugzeuge, geschweige denn von den Fernsteuerungen an sich. Der Gedanke an meinen ersten Modellrumpf verlangte mir noch ein Lächeln ab, wobei er doch die Grundlage für meinen schon ansehnlicheren zweiten lieferte. Diesen zweiten Rumpf habe ich mir sehr lange, sehr genau angeschaut. Und irgendwann habe ich mir gedacht, dass es doch nicht sonderlich schwieriger sein kann, so etwas im Maßstab 1:1 zu bauen. Natürlich hatten meine Modellpläne nichts mit richtigen Konstruktionsplänen zu tun. Aber wofür gibt es denn schließlich Lehrbücher? Also hieß es, Konstruktionspläne zu erstellen, nach denen gegebenenfalls auch Fremde hätten arbeiten können. Mittlerweile war auch mein Archiv über dieses Flugzeug weiter angewachsen und so konnte ich nun auch noch viele Änderungen im Vergleich zu meinen ersten Plänen vornehmen. Die Konstruktionspläne waren noch nicht fertiggestellt, als ich an nahezu alle Museen in Europa schrieb und nachfragte, ob sie am Erwerb eines solchen Flugzeugs für Ausstellungen interessiert wären. Viele antworteten mit einem Nein, andere waren interessiert, wollten aber, dass ich noch einmal mit ihnen Kontakt aufnehme, sobald das Projekt beendet wäre. Aber wie um alles in der Welt sollte ich das Projekt je beenden können, wenn ich nicht einmal das Geld hatte, es beginnen zu können? Schließlich war ich damals noch ein armer 17-jähriger Schüler. Endlich fand sich ein Museum, das bereit war, das Flugzeug zu kaufen und das Vorhaben über die Baufortschritte zu finanzieren. Das Auto- und Technikmuseum in Sinsheim. Obwohl ich den Rumpf der Maschine bereits im Maßstab 1:6 gebaut hatte, begann ich die Arbeit am 1:1 Objekt mit den Tragflächen. Der Bau selbst entpuppte sich als interessanter Lernprozess, zumal ich keine praktische Ausbildung und auch ansonsten nicht sehr viel Ahnung vom Umgang mit Werkstoffen oder Maschinen besaß. Aber wie schon erwähnt, gibt es ja über nahezu alles genaue Literatur. Die Einzelteile wie Rohrrippen, deren Flanschen und Versteifungsleisten konnte ich im Hinterraum des väterlichen Elektronikladens, in dem ich mir mit Hilfe meines Freundes Wolfgang Schuster und meiner Freundin, welche beide auch engagiert am Projekt mitarbeiteten, eine kleine Werkstatt eingerichtet hatte, problemlos herstellen. Wesentlich schwieriger war da schon das Problem des Platzes nach dem Bau der Tragflächen, die ja, obwohl der Fokker Dreidecker eines der kleinsten Flugzeuge des Ersten Weltkriegs war, für meine Verhältnisse schon recht groß sind. Den Bau konnten wir mit einigen Verrenkungen in meiner Werkstatt durchführen. Die Tragflügen haben wegen ihrer Länge her genau in die Diagonale gepasst. Es gab dabei einige lustige Situationen. Da die Kundschaft meines Vaters ja die Flügel sah und nicht schlecht staunte, als man auf ihre Frage antwortete, dass im Hintergrund ein Flugzeug entstehen würde. Manche Leute haben es aber auch offensichtlich nicht geglaubt und meinten, man wolle sie auf die Schippe nehmen. Die Tragflächen konnten aber dort nicht bis zum Schluss bleiben. Es gab ja auch noch anderes zu tun. So mussten wir uns also nach einer Lagermöglichkeit umsehen. Der einzige Ort, den wir fanden, war eine Tenne in einer alten Lagerscheune, die ungefähr in 5 Meter Höhe eine Fläche von 7 mal 4 Meter besaß. Sie war, wie die Werkstatt, gerade groß genug. Nachdem die Tragflächen fertig waren, mussten sie aus der Werkstatt heraus. Da uns hierbei keine großen Türen zur Verfügung standen, blieb uns nichts anderes übrig, als mit den Tragflächen durch ein Fenster in der Rückwand des Hauses auf den Hinterhof hinauszugehen. Draußen wurden sie dann auf das Autodach gepackt und im Schritttempo zur 3 Kilometer entfernten Tenne quer durch die Stadt gefahren. Mir stand der Angstschweiß auf der Stirn, als es daran ging, die Flügel nach oben zu schaffen, aber letztendlich ging es dennoch problemlos vonstatten. Die Flächen bestanden komplett aus Holz, deshalb fielen nur Schreinerarbeiten an. Ein neuer Aspekt kam mit den Schlosserarbeiten auf uns zu. Im Besonderen wird dabei das Autogenschweißen, also das Schweißen mit Acetylen und Sauerstoff benötigt. Damals stand ich vor der Frage, ob ich einen Schweißerkurs bei der IHK belegen oder mir die Fertigkeiten wieder anhand von Büchern selbst beibringen sollte. Der Schweißkurs mit Prüfung war mir bei meiner finanziellen Lage derzeit zu teuer. Doch schweißen musste ich. Mir blieb auch hier nichts anderes übrig, als die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Zu dieser Zeit hatte ich das Glück, eine gebrauchte Schweißausrüstung relativ günstig zu ergattern, mit der ich gut üben konnte. Man kann sich vorstellen, dass die ersten Schweißungen seltsam aussahen und nichts aushielten. Aber gemeinsam mit meinem Vater, ohne den ich manchmal wirklich aufgeschmissen gewesen wäre, gelang es mir dann doch, meine Fähigkeiten weiter auszubauen. Am Schluss, nach mehreren hundert Versuchen, haben wir dann unsere Schweißungen einmal von einem befreundeten Berufsschweißer begutachten lassen
und konnten ihn sogar damit beeindrucken. Auch die Zerreißproben haben die Nähte hervorragend bestanden. Es riss nämlich das Material und nicht die Schweißnaht. Fortsetzung in der nächsten Scale.